Guten Morgen. Wo sind wir hier? Im Dönerland. Sagst du, guckst du, Kollege? Ja, Dönerland, ja. Wir gehen jetzt essen Döner, wir sind in Türkei. Kusha das. Ja. Ehrlich. Siehst mal du. Alles, guckst du, alles Döner oder was? Ja. Guck, und weg du. Wie gesagt, wir sind hier in Kujadasi, Türkei. Das ist richtig eine Touristenindustrie hier. Ich meine, wir liegen hier mit 4 oder 5 Kreuzfahrtschiffen, alle in einer Reihe. Also tausende von Menschen brechen herein. Also das sieht hinter mir alles noch ziemlich ruhig aus und easy. Aber jetzt schau mal die andere Seite. Hier ist voll Alarm. Und irgendwie laufen alle mal da lang, wo alle laufen. Einer dem anderen hinterher. Also echt im Entenmarsch, Schlange stehen und so weiter. Komisch. Ich suche mir jetzt wieder ein ruhiges Plätzchen. Ja, das Schöne ist, man braucht wirklich nur ein paar Meter zu gehen und ist echt aus dem Touristenrummel hier raus. Das wurde mir echt ein bisschen viel. Ich bin sofort hier auf einem netten kleinen Fischerboot gelandet. Gleich wieder Leute aus Hamburg getroffen. Hallo! Hallo! Ich wünsche dir alles Gute von Hamburg. Ja, nett, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Hamburg. Ja. Natürlich, ich gebe dir von Hamburg von meiner Adresse, da kannst du das und kommst zu mir besuchen. Ja, ja, das machen wir gleich hier. Guck mal, da hole ich gleich meine Karte raus. Ja. Da ist sie. Folix. Ja. So, und erstmal. Das ist der Folix von Films, ne? Folix Films, genau. Erstmal Prost. Ja, Prost. Und willkommen. Şerefe. Auf Türkisch Şerefe. Şerefe? Ja, Heidi. Ach, herrlich. So, und jetzt hole ich die Ukulele raus. Yeah, and it's so funny, everywhere you go, you find so many people who are interested in the ukulele, and everybody can play guitar. Isn't it nice? Such a nice instrument, yeah? Yeah, very good. And it's so light and so small, you can take it everywhere. Yeah. So, I feel like a ukulele ambassador. Yeah. Bunun adı neymiş? What the name? Ukulele. 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 Ja, also das ist jetzt wirklich so der Hauptbazar hier. Man kommt hier nicht so gut voran, weil überall will einem jemand was verkaufen. Und natürlich gibt es keine Preisschilder, weil muss natürlich alles gefeilscht und gehandelt werden. Aber immer wenn ich die Ukulele raushole, kriege ich immer Sonderpreise. Only yourself, siehst du hier schon der Nächste? Überall? Oh, so, überall wird gewunken. Ne? Und jeder will die Ukulele sehen. Also das ist alles nicht so einfach hier. Guck mal, hier sind schon die Nächsten. Alle spielen Sass oder Ut. Nette Leute hier. Aber es braucht echt seine Zeit. Ich glaube, ich spreche noch mal kurz mit dem Teppichhändler hier. Und dann suche ich mir ein ruhiges Plätzchen, wo ich in Ruhe Ukulele spielen und üben kann. Vorher gibt es noch einen kleinen Rundumblick. Ich bin hier. Hallo. Ich habe meinen Teppich. Das ist seine Teppichseite. Schöne seine Teppich. Ja, aber wie soll ich denn den Teppich in meinen Koffer kriegen? Ah, nein, ich schicke ihn für dich. Kein Problem. Ich bin nur ein armer Musiker und ein Seemann und jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Ah, okay, kein Problem. Telefon. So, hier. Ich guck, kann ich gucken? Mal gucken, wer da dran ist. Gucken, ja? 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 Hallo, Frau Heck? Na, alles gut bei dir? Ja, ich habe angerufen. Hallo Mama, ich telefoniere gerade mit dir. Ich filme mich gerade. Ich bin gerade in der Türkei, in Kujadasi. Und wie gesagt, die Aufnahme läuft. Hier möchte noch jemand Hallo sagen. Hallo Mama! Wie geht's Mama? Gut? Okay, warte mal, ich mach mal die Kamera aus. Ich melde mich gleich mal wieder. Die Kamera schaltet jetzt ab. Herrlich, endlich bin ich aus dem Zentrum raus, aus diesem Bazar. Jeder versucht hier was zu verkaufen und jeder will wissen, was hast du denn da? Was ist das? Eine kleine Gitarre, eine Violine? Was ist das denn da? Und ich habe tatsächlich hier einen ganz netten Ort gefunden. Hier, schaut euch das an. Ganz herrlich. Ein offenes Boot als Restaurant. Hi there! Und natürlich in Sichtweite der Kolumbus. Noch 3 Tage, dann bin ich zu Hause.
Also ich muss sagen, das ist echt nett hier in der Türkei. Also echt nette Leute, wenig Kopftücher, also lange nicht so verschlossen, wie die Türken in Deutschland sind. Mit Moral und so weiter und Anstand. Ganz herrlich hier, ich finde es klasse. Ich frage mich nur, was wir diese ganzen Teile hier zu bedeuten haben. Die sind überall so, ja, solche Schleifen, solche Blüten hier in die Bäume geflochten. Das muss irgendwas bedeuten, aber was? So, wir sind hier in Skiathos. Ich habe mich gerade aufklären lassen, wie es heißt. Griechenland? War richtig, ne? Immer noch Europa. Ja, der Rettungsschirm fällt gleich runter. Ja? Ja, also wir sitzen quasi hier im Rettungsschirm. Hast du dein Daily Business erledigt? Ja. E-Mail und Telefonate? Ja. Ich auch. Herrlich. So, jetzt geht's zurück an Bord. Dann hole ich meinen Ukulele. Und dann werde ich mal ein bisschen die Insel erkunden. Ja, viel Spaß. Gibt viel zu sehen. Ja. Wir sagen nochmal ein herrliches Yassou! So, ich gehe mal tendern. Oh, Leute, ich sage euch. Also nach gefühlten 37,5 nautischen Seemeilen durch die Olivenwüste und ungefähr, ich schätze, einen Höhenunterschied von, Mücken. Einen Höhenunterschied von 3500 Meter habe ich endlich das Panorama-Café erreicht. Und da gibt es jetzt einen leckeren Salat. Ja, vielleicht auch was anderes. Mal schauen. Ja, Aussicht ist schon mal gut. Speisekarte sieht auch gut aus. Mal sehen. Jawohl. Und los geht's. Kennst du eigentlich das Sprichwort, schlafende Hunde soll man nicht wecken? Ja, kenne ich. Siehst du, und wollen wir mal? Nee, besser nicht. Wir können ja mal die Heuboje rufen. Ich krieg sie schon wach. Also erstmal einen fröhlichen guten Morgen. Wir sind hier, bester Dinge, wir sind hier in Volos. Volos. Griechenland, Schwestland, ja? Ja. Morgen geht's nach Hause, noch eine Show. Ich glaube, die wird sehr lustig werden heute. Ja, wird spannend. Mal gucken, was heute noch kommt. Ja, da kommt noch einiges. Nur hier im Fischerhafen sieht schon ganz nett aus, ne? Ja. Komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran hier. Also man kann nicht sagen, dass hier der Hund verfroren ist. Wollen wir ihn wecken? Nein, wollen wir nicht. Okay, wir lassen ihn schlafen. Ja, vielleicht er atmet noch. Gut. Ja, alles gut? Ja, er atmet noch. Ich würde mal sagen, wir melden uns ab und bis später. Schöne Grüße aus Griechenland. Hellas! Ja, ich habe tatsächlich wieder mein ruhiges Plätzchen gefunden. Na, ganz ruhig ist es nicht, aber es ist zumindest original. Und was gibt's wohl zu essen? Das lobe ich mir. Noch eine halbe Stunde, nein, dreiviertel Stunde habe ich noch, dann geht's zurück an Bord. Morgen steige ich ab. Wir haben noch einen Gig vor uns und dann waren das 33 Tage Europa, 33 Tage Spaß, Intrigen, 33 Tage Konzerte, Ukulele, nette Erfahrungen und natürlich auch wieder eine Reise zu mir selbst. So, da sind wir jetzt in Piräus angekommen. Endstation der Reise oder fast Endstation der Schiffsreise, der Kreuzfahrt. Ich fühle mich so ein bisschen, sagen wir mal, staatenlos gerade, weil das Gepäck ist gepackt, ich kann nicht mehr so richtig aufs Zimmer. Ukulele kann ich auch nicht mehr richtig spielen, das wird wahrscheinlich erst wieder in Athen funktionieren, wo um 19 Uhr der Flug geht. Ins Café hier ein bisschen Internetkram machen, ein großer Tag heute. Heute ist der 21. September und die Movebox ist auf dem Markt, das Video ist freigeschaltet. Möge die Revolution beginnen. Hier gibt es noch einen kleinen Rundumblick. So sieht es hier aus. Viel Verkehr, es riecht auch ein bisschen nach Abgasen. Ne? Also, so ist das halt eben in der Großstadt. Und ja, gleich geht's wieder aufs Schiff. Koffer abholen und dann zack, Pickup, Transfer zum Flughafen und hola Hamburgo. Bis später, Yasu. Und noch ein letzter Gruß an den Schattenmann. So, jetzt wisst ihr, wie ich nach Piräus gekommen bin. So war die ganze Geschichte. In ein paar Stunden geht's nach Hause. Ich glaube, um 7 geht der Flug. Jetzt ist es kurz nach 3.
Und so gegen 23 Uhr müsste ich auch wieder in Hamburg sein. Und mal sehen, wo mich die Reise als nächstes hinführt. Eines möchte ich den Menschen da draußen noch mit auf den Weg geben. Nie ohne.